meine Lieben, ganz, ganz herzlich willkommen. Und zwar haben wir jetzt einen Namen für unseren Podcast. Ganz herzlich willkommen zum Wild and Free Podcast. Ja, und das ist der Podcast für wilde und freiheitsliebenden Seelen wie dich und mich und dich. Und dich. Ich bin Nadja. Ich bin Robin und herzlich willkommen. Wir freuen uns, hier eine Folge aufzunehmen aus unserem Luxus-Bungalow auf Kopangan. Ironisch gemeint. Ja, vielleicht noch ganz kurz so zum Bungalow. Warum wir gerade hier drin hocken? Genau, wir wollten jetzt eigentlich rausgehen, weil wir haben hier eine wunderschöne Terrasse, die ist viel, viel schöner als der Bungalow selbst. Mhm. Und wir Meeresblick? Genau, mit Meeresblick, Sea View und Sunset View. Also genau. Wir sehen halt wirklich die Sonne, wie sie im Meer versinkt. Aber die Mücken zerfressen uns genau in dieser Stunde. Ja, es ist immer eine Stunde bei Sonnenaufgang und eine Stunde bei Sonnenuntergang, wo die sehr, sehr aktiv sind und aggressiv. Aktiv, aggressiv und vor allem bei Robin. Ja. Und ja, das wollten und wir ja, jetzt. Ich bin Veganer und ja, und ich töte auch diese Viecher, Entschuldigung. Und wie? Voll aggressiv macht er das. Aber ich muss sagen, ne, weil viele das sagen dann so. Richtig erschreckend manchmal. Komm, jetzt übertreibst du aber. Nee. Aber ich muss ja sagen, so, dass ja viele sagen so, ja, wenn du halt vegan unterwegs bist, dann darfst du ja sowas nicht machen, darfst ja keiner Fliege was zuleide tun. Robin, ich denke halt, okay, die greifen mich halt an. Die greifen mich an. Frösche, tötet Fliegen. Nein, komm. Nein, ja, Entschuldigung. Ja, nein, aber die greifen mich an, die nehmen mein Blut, ohne zu fragen, und ich sehe das als reiner Verteidigungsmodus. Armer. Ja, wenn ich dann zum Vipassana-Retreat gehe in Sri Lanka, da darf ich dann das dann nicht das machen. Dann darfst du das nicht. Also muss ich jetzt schon mal üben. Ja, wir wollen euch heute ein bisschen von unserem kleinen Abenteuer erzählen. Und zwar haben wir einen Wasserfall in der Nähe ausgesucht. Richtig, richtig nah. Also 8 Minuten knapp zum Fahren mit dem Motorrad. Und da ist schon, also irgendwer hat da mal bei Google geschrieben, da ist so ein Trampelpfad, der nicht so einfach zu bewältigen ist. Da habe ich schon ein bisschen, wie sagt man, wollte ich fast einen Rückzieher machen, weil ich habe ja Höhenangst und ich wusste nicht, wie das da aussieht, ne? Wasserfall und Trampelpfad und ja. Wir sind dann aber trotzdem los, weil wir wollten ein paar Fotos machen, zum einen für unser Cover und wir wollten halt einfach am Wasserfall sehen. Und hier ist ja momentan Regenzeit auf Kopangan und hier hat es ganz, ganz viel Wasser. Und deswegen wollten wir da hinfahren, sind wir auch, haben wir gemacht. Und haben den Wasserfall nicht gefunden, sind gelaufen, haben unterwegs ganz viele andere getroffen, alle sind falsch gelaufen, es war voll lustig und dann waren wir mit einem Pärchen, haben wir uns irgendwie zusammengetan und haben wir uns auf die Suche gemacht, die waren schon völlig verschwitzt und keine Ahnung wie viel mal falsch gelaufen, sie wussten gar nicht, wie lange sie schon am Suchen sind und sind dann irgendwo mitten im Nichts dann runtergestürzt mit unseren Flipflops. Ja, perfekt. Die besten Wander-Flipflops. Perfektes haben wir Schuhwerk, genau. Für so ein Abenteuer. Ja. Möchtest du weiter erzählen? Ja, und dann sind wir dann runtergegangen. Es war halt ein bisschen steil und steinig so. Musste halt wirklich aufpassen, dass man irgendwie nicht abrutscht. Also ich glaube, der vor uns, der hat sich auch so ein bisschen das Bein verletzt, der eine. Also was heißt verletzt? Der hat einfach eine Schramme gehabt. Weil der hatte Sneakers an und auch das war besser. Halt auch nicht so gut, weil die waren natürlich überhaupt nicht flexibel. Und da waren wir schon ein bisschen besser dran, interessanterweise. Ja. Genau. Ja, und dann tatsächlich haben wir dann den Wasserfall gefunden. Das Lustige ist ja eigentlich, dass es eher ein kleiner Wasserfall war und dass da eigentlich auch ein ganz normaler Weg dorthin, also ganz normal für die Verhältnisse, wo man halt nicht sich so in Gefahr begeben muss. Und wir haben halt gedacht, wir wollen zu dem großen Wasserfall, der ist viel besser und dann muss es halt viel schwerer sein, hinzukommen. Aber im Endeffekt hätten wir auch den einfachen Weg gehen können und dann einfach so ein bisschen über die Steine drüber und dann hätten wir auch den großen Wasserfall gesehen. Ja, wir haben aber den schwierigen genommen, weil wir es ja nicht besser wussten. Genau. Und hatten aber somit ein richtig geiles Abenteuer. Also es war wirklich lustig. Also teils wussten wir nicht, wie wir weitergehen sollen, weil das war kein Weg, also die Steine sind die ganze Zeit gerutscht und wir mussten uns an allen möglichen festhalten und ja,
Ja, wir haben aber sich gelohnt. Ja, es hat sich wirklich gelohnt, weil der Wasserfall war richtig, richtig geil. Da konnte man baden, das war halt kein Meerwasser. War endlich mal ein bisschen kühleres Wasser auch. Ja, für den armen Robin, der sonst eigentlich Eis badet und das hier auch sehr vermisst. Ja. Haben auch ein paar Fotos gemacht, das war wirklich ganz, ganz schön da. Also nur zu empfehlen, auch mal in der Regenzeit nach Thailand zu kommen und die Wasserfälle anzuschauen, weil im Sommer ist da nichts, ne? Vielleicht sollten wir noch sagen, wie der Wasserfall hieß. Ich glaub, wie hieß er denn? Wansing-Wasserfall. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich werde sonst einfach nochmal in die Shownotes schreiben, wie der Wasserfall heißt, falls ihr auch mal hier auf Koh Phangan seid. Ja, dann können wir euch das sehr empfehlen. Ja, und wie gesagt, unser Podcast-Cover, ne, das da haben wir uns halt ins Abenteuer gestürzt. Richtig für euch. Richtig ins Zeugs gelegt jetzt und dass wir ein Foto haben, genau. Genau. Und also da, ich war auch fix und fertig danach, weil es war sehr, sehr anstrengend, da zu klettern. Ja, aber geil, aber anstrengend. Und ihr seht ja, am Anfang haben wir nicht so kompliziert gedacht. Ja. Wir haben ja auch ohne Namen eigentlich gestartet sozusagen. Und und heute hatten wir so am Strand die Inspiration so zum Wild and Free Podcast, weil uns das einfach so am besten beschreibt, weil wir einfach ein wildes und freies Leben leben, auch manchmal oder ziemlich oft sogar Risiken eingehen. Täglich, tagtäglich. Und ja, und da hat das halt wirklich so uns gesucht, dieser Name. Und ja, und da können wir auch nur dich dazu motivieren, wenn du halt wirklich was starten willst, starte halt einfach. Ja, mach es einfach. Tu es einfach. Genau, und halte dich halt nicht auf mit erstmal einem Namen oder ein krasses Konzept oder eine Struktur. Also, na gut, das gilt halt nicht für jeden Podcast, ne? Dann muss man natürlich auch wieder Unterschiede machen, ja. Aber lass den Perfektionismus beiseite. Genau. Und versuche, Beobachter zu sein von deinen Gedanken und nicht deine Gedanken zu sein. Also, ja, beobachte die. Was denkst du, weil du kannst es dir ganz einfach zerdenken und du traust dich dann nicht, weil du dir irgendwie Sorgen machst oder dich anfängst zu vergleichen mit anderen. Sagst, andere sind besser, ich weiß noch nicht genug oder ja. Genau. Und dann sind wir halt auch gleich zu den Wasserfällen gefahren halt, weil wir gedacht haben, wild and free. Ich meine, was passt da besser als ein Wasserfall, ne? Wild und frei, wie er da durch den Dschungel strömt ins Meer hinein. Es ist halt, ja, passt ganz gut. Ja, wie findet ihr den Namen? Sagt uns doch gern Bescheid. So, wir haben ja auch eine Facebook-Gruppe gestartet zu diesem Podcast, die dann, also wir haben sie noch nicht gestartet. Hast du schon, ja. Aber wir werden es dann heute machen. Okay, wir machen das auch noch gerade. Genau. Und das ist dann der Wild and Free Tribe oder die Wild and Free Community, das wirst du dann sehen. Den Link dazu findest du in den Shownotes, da kannst du uns gerne auch deine Meinung zu den Themen hier im Podcast halt schreiben und wir werden da natürlich auch die ganze Zeit am Start sein und Fragen beantworten und Content machen. Genau, jetzt ist gerade richtig ruhig geworden hier. Wo wir angefangen haben aufzunehmen, war da von allen Seiten Musikbeschallung, weil heute ist ja die berühmt-berüchtigte Full Moon Party hier auf der Insel, auf Koh Phangan, wo wir aber nicht teilnehmen werden, oder? Also haben wir gesagt, machen wir nicht, oder? Nein, müsste schon mega spontan sein, ne? Wir gehen stattdessen an eine Meditation heute Abend im Osho-Zentrum. Im Orion Healing Center. Das ist ein veganes Restaurant und halt so ein Center, wo halt viele Workshops auch stattfinden. Wir waren selber noch nicht da, wir werden heute dahin gehen, wir sind ganz gespannt. Und ja, und da sind zwei Schamanen, also einer aus Peru und einer, weiß jetzt gar nicht, woher er kommt, und der ist halt spezialisiert auf Sound Healing, also beide sind spezialisiert auf Sound Healing mit Hang und mit Flöten, und da wird so eine Breath and Sound Journey geben zum 11.11. heute, ja, was eine sehr spezielle Nummer ist, ja, vielleicht hast du die ja auch schon des öfteren Mal in deinem Leben gesehen, ein sogenannter Angels Number. Vollmond im Stier, auch sehr, sehr intensiv, was der alles bewirkt jetzt.
Genau, ja, bringt uns dazu, viel loszulassen, uns neu zu erfinden und auch die Sicherheit ein bisschen zu hinterfragen, ja. Welche Sicherheit? Genau. Und ja, um so vielleicht ein bisschen auch zum Abschluss zu kommen von der heutigen Folge. Ja, was ist eigentlich Sicherheit? Ja, es ist ein Konzept, ja. Es ist ein Konzept, was uns auch, glaube ich, viel Geld aus den Taschen zieht auf der einen Seite und uns ja irgendwie Angst macht. Und uns Angst macht, ja. Und ja, wir haben das größtenteils abgelegt, natürlich auch nicht ganz, ja, weil ich glaube, es ist ganz normal, dass man sich sicher fühlen will und geborgen fühlen will. Aber vielleicht kannst du ja diese Sicherheit auch in dir selbst kreieren und aus dieser inneren Sicherheit dann auch eine äußere Sicherheit erschaffen. So, genug zum spirituellen Gedöns hier. Fakt ist, wir haben uns statt für die Vollmondparty für eine Meditation entschieden. Yeah. Yeah, high five. Ja. Und? Ja, und wir werden euch sicherlich dann die Tage davon berichten, wie das war. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Und einen tollen Vollmond. Ja. Oder eine gute Nacht. Tschüss. Tschüss.